Wunderschönen guten Nachmittag. So, ich bin heute mal alleine unterwegs mit unserem TX4 Mini und der Halloween Karo. Vorgestern war es der erste Fahrt und heute machen wir gleich die letzte, weil erstens, was ich hier gebastelt habe, die Farbe ist wasserlöslich und der darf nass werden. Ich habe das so gemacht, weil ich das ohne Zustimmung vom Eigentümer gemacht habe, dass man das eigentlich ganz fix alles wieder zurückbauen. Also ich könnte ihn ins Wasser legen und dann wäre das wieder gut, aber ich will das nicht, wa? Weil es hat eine Weile gedauert. Genau, dann wollen wir noch was. Ich habe andere Räder, das sind noch die Originalen, die kommen runter. Ich habe schon 4 Messinglinks verbaut, dann hatte ich keine Lust mehr von den Schora und dann habe ich, ach, die Dämpfer. Genau, und hier unten sind ein paar Klebegewichte vom Reifenhändler. Genau, so der TX4M. Ja, mein Sohn wollte den. Ja, der Herr-Typ. Und deswegen hat man den gekauft. Und schon beim Auspacken dachte ich, Mensch du. Ach nee, nee, lass mal. Wozu braucht man so ein Auto? Naja, gut. Der erste Blick war ganz okay. Ich sage mal, der erste Blick brachte mir eine Woche Antibiotika. Na, deswegen ist das immer nicht so. Aber naja, das Vorbild war grottig, finde ich. Also wer das am Anfang gut findet, weiß ich nicht. Muss ich, sage ich mir immer. Genau. Jetzt wird der Dämpfer geht schon ein bisschen besser, ein bisschen mehr Gewicht. Und ja, Karl Lauterbach bleibt drin. Der ist am Chassis verbaut. Klo, ich weiß es gar nicht mehr. Naja, egal. Ich will jetzt noch ein bisschen fahren. Bin wieder hier so ein bisschen im Busch. Mal sehen. Hier so runter. Will über Kameraeinstellungen mit der GoPro testen. Und ja, wie gesagt, dann kommt eine andere Karo und dann genau. Mal sehen, wie es weitergeht. Ist halt, ist jetzt nicht für draußen weiter, ne? Das ist, kann man für das Geld auch nicht erwarten. 189 Euro, ey. Geil. Für 189 Euro. Was kann man da alles machen? Außer so einen Joghurtbecher hier zu kaufen. Ja, das, genau. Jetzt waren wir mal in dem Laden. Wir waren mal in einem Erzählladen. Hatten sie dieses High-Trail-Dinge. Von Weiden vor der Tür, ne? Also so 100 Meter entfernt stand das Teil. Und meine Brille war beschlagen. Da konnte man denken, Mensch, geil. Und dann nimmt man das wieder in der Hand und denkt man, Mensch, du, morgen wird die gelbe Tonne geholt. Rein damit. Na gut. Egal. Ich fahr jetzt noch ein bisschen. Und vielleicht quatsche ich auch noch ein bisschen. Bis tenne. Durch die Wiese ging es jetzt relativ problemlos, hätte ich nicht gedacht, ziemlich hoch. Jetzt haben wir hier natürlich. Das wäre ein bisschen vermessen. Ich werde jetzt mal runterheben. Und dann werden wir nochmal hier so ein bisschen die Holper strecken. Einfach mal gucken, wie so, wie es jetzt aussieht. Wir werden mal ein paar Stellen raussuchen, wie das mit der Dämpfung jetzt ist. Aber ich denke, es ist wesentlich besser. Ja, das ist schon. Es sieht zumindest schon mal besser aus, finde ich. Es ist jetzt noch nicht das große Kino, aber. Scheiße. Jetzt sind wir so ein Plastikspringbock. Komm, gucke. Coole Sache. Ist halt ein 1,18er, ne? Damit werden wir nicht gewinnen.
Aber so fällt es mir erstmal ganz gut. Ja. Zeigt doch Fleisch sogar an meinen Klebegewichten unten. So, Ostermaß, fertig. Also ich höre es auf. Bin eigentlich ganz zufrieden mit dem bisschen, was gemacht worden ist. Und ja, jetzt kommt er erstmal wieder ins Real. Warten auf die neue Karo und dann neue Räder. Und dann war's das. Ne? Ich wünsche euch viel Spaß. Und wer das hier hört, ne, ganz am Ende, kann sich jetzt wegen mir ruhig mal was aus dem Kühlschrank holen. Ne? Das ist völlig in Ordnung. Gut, dann Like, Kommentar und so ein Zeug. Ja, und hier Kommentare, ne? Scheiße. Ich muss hier weg. Bevor sie mich wegschleppen. Ja, hier das mit den Kommentaren. Wenn ich einen Kommentar abgebe, ne, dann habe ich das Video auch geguckt. Und wenn ich keinen abgebe, habe ich die geguckt. Genau. Nur mal so, weil es ja hier, ich gebe irgendwo einen Kommentar ab. Und dann bekomme ich 30 Sekunden später auf irgendein altes, sinnloses Video einen Kommentar. Völlig behindert. Naja, gut. Viel Spaß mit dem Video, mit dem TRX4 Mini. Bis nächstes Halloween. Dann kommt er wieder raus. Tschüssi.